Herr Heidkamp, können Sie uns sagen, wem diese Finanzhilfe zugutekommt? Das Prinzip unserer Hilfe ist eigentlich, dass wir niemand ins Elend stürzen wollen, dass wir verhindern wollen, dass Kleinstunternehmen, dass Einzelunternehmen bis zu Großunternehmen nicht in die Illiquidität rutschen und damit Katastrophen ausgelöst werden. Es handelt sich dabei auch um Kleinstunternehmen, die Friseuse, es handelt sich um Einzelunternehmer, aber wir werden auch Fälle wie Fraport haben, die einfach in eine Situation geraten sind, ohne jedes eigene Verschulden, aus der wir sie aber absolut retten müssen, denn wir müssen die Existenz dieser Menschen erst einmal absichern. Und wie werden diese Hilfen finanziert? Diese Hilfen werden finanziert auf verschiedenen Ebenen. Ganz oben, sagen wir mal, die EU, die ja auch sehr große Maßnahmen beschlossen hat, aus der EZB. Aber sie wird natürlich auch in den Einzelheiten aus dem Bund finanziert. Und das Land hat ja auch erhebliche Mittel jetzt zur Verfügung gestellt, werden wir heute jetzt noch zur Verfügung stellen. Einmal in Krediten, also direkt Geldzuschüsse. Und das andere, der übergroße Teil, sind Bürgschaften, die wir an die Entwicklungsbank, die WI-Bank in Hessen übergeben, sodass dann über die WI-Bank mit diesen Sicherheiten des Landes die Hausbanken dann auf die kleinen Firmen zugehen können. Alles klar, vielen Dank für die Information. Ja, wunderbar, danke schön.